In diesem Video geht es um die Erschöpfung bei Marken. Ich bin Rolf Klesen, Partner bei Freischirm und Partner, und in diesem Video geht es um die Erschöpfung bei Marken. In diesem Video erkläre ich genau, was ist die Erschöpfung bei Marken, was sind die Voraussetzungen der Erschöpfung, worauf bezieht sich die Erschöpfung genau und was sind die Ausnahmen. Erschöpfung ist in § 24 des Markengesetzes geregelt. In Absatz 1 heißt es, der Inhaber einer Marke oder einer geschäftlichen Bezeichnung hat nicht das Recht, einem Dritten zu untersagen, die Marke oder die geschäftliche Bezeichnung für Waren zu benutzen, die unter dieser Marke oder dieser geschäftlichen Bezeichnung von ihm oder mit seiner Zustimmung im Inland, in einem der übrigen Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den europäischen Wirtschaftsraum in den Verkehr gebracht worden sind. Was heißt das nun konkret in der Praxis? Der Markeninhaber darf eben in der Regel nur einmal kassieren und nicht bei jedem Schritt der Vertriebskette. Damit man sich als Angegriffener auf Erschöpfung berufen kann, müssen verschiedene Voraussetzungen erfüllt sein. Das Erschöpfungsgebiet. Der Markeninhaber muss die Ware in der EU oder im EWR in Verkehr gebracht haben oder damit einverstanden gewesen sein. Schlüssig wäre aus meiner persönlichen Sicht eigentlich nur die internationale Erschöpfung, also dass jeder sich auf Erschöpfung berufen kann, wenn die Ware mit Zustimmung des Markeninhabers oder vom Markeninhaber irgendwo auf der Welt in Verkehr gebracht worden ist. Das sieht der Europäische Gerichtshof aber anders. Nach dem wegweisenden Silhouette-Urteil des EuGH wurde allerdings eine Studie in Auftrag gegeben, wo geprüft werden soll, ob diese EU- oder europabezogene Erschöpfung nicht einfach nur Protektionismus der europäischen Länder ist. Eine weitere Voraussetzung: in Verkehr bringen. Die Waren müssen in Verkehr gebracht worden sein. Das gilt im Prinzip auch für Warenproben, außer sie sind zum Beispiel als unverkäuflich gekennzeichnet. Rein innerbetriebliche Warenbewegungen, zum Beispiel innerhalb eines bestimmten Logistikunternehmens oder die reine Durchfuhr einer Ware, gilt in der Regel nicht als in Verkehr bringen. Eine Einfuhr mit Zustimmung des Markeninhabers kann allerdings schon zur Erschöpfung führen. Wenn man also als Markeninhaber den Kauf und die Einfuhr von Alibaba zum Beispiel in China nach Deutschland erlaubt, dann tritt in der Regel Erschöpfung ein. Umstritten ist allerdings, ob die bloße Übergabe der Ware an eine Transportperson schon die Erschöpfung auslösen kann. Ein typischer Fall von Inverkehrbringen mit Zustimmung des Markeninhabers ist zum Beispiel ein Lizenzvertrag. Und die Beweislast in einem Gerichtsverfahren trifft normalerweise den Beklagten. Die Erschöpfung betrifft immer nur die konkreten Waren, die in Verkehr gebracht worden sind und nicht ähnliche oder gleichgeartete Waren. Grundsätzlich können von der Erschöpfung betroffene Waren unter der Originalmarke vertrieben werden oder auch neu gekennzeichnet werden, so vertrieben werden und auch beworben werden. Ausnahmen von der Erschöpfung gibt es eigentlich in der Regel nur, wenn die Ware verändert oder verschlechtert wurde oder die Verpackung entfernt, verändert oder verschlechtert wurde. Ich hoffe, ich konnte gut erklären, was Erschöpfung bei Marken ist. Wenn Sie neu in meinem Kanal sind, dann abonnieren Sie doch meinen Kanal. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, dann drücken Sie auf Like. Fragen beantworte ich unter diesem Video. Und das Wichtigste zum Schluss: schützen Sie Ihr geistiges Eigentum und ernten Sie die Früchte Ihrer Ideen.